Die korrekte Antwort auf diese Frage hätte lauten müssen, gar nichts, Sir. Oh mein Gott, sieh dir bloß mal diesen Saustall an. Wenn ich bloß noch ein weiteres kaputtes Gerät sehe, ein weiteres armes Schwein, das man in ein beschissenes Altersheim abschiebt, bloß noch einen weiteren Patienten, den man nicht behandelt, weil er nicht ausreichend versichert ist, dann... Es gibt Tage, an denen ich mit aller Macht versuche, durch bloße Konzentration einen Hitzeblick zu entwickeln, wie Superman ihn hat. Und glaub mir bitte eins, Flachzange. Wenn ich das je schaffen sollte, werde ich den Laden hier sofort abfackeln. Ich stand immer auf den Silver Surfer. Hang ten, hang! Halt's Maul und komm mit. Mit der Zeit gewöhnt man sich an das Gemecker von Dr. Cox. Und natürlich ist der Laborant wieder weit und breit nicht zu sehen, weshalb ich die Werte nicht bekomme, die ich so dringend brauche. Wir sollten ihm einen netten Brief schreiben, meinst du nicht auch? Liebes, unfähiges, dummes Arschloch. Dr. Cox ist eigentlich gar nicht sauer. Er blödelt einfach nur rum. Okay, vielleicht ist er ein bisschen sauer. Das Zeug war überflüssig. Sind Sie fertig? Er hat sich beim Rasieren geschnitten.